Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um die SSX 23 von Norvridge, was ich für Probleme mit ihr hatte, wie man dieses Problem beheben kann und ob man nicht hier noch was optimieren kann. Darum geht es heute und ich wünsche euch viel Spaß. Fangen wir erstmal mit meinem Problem an. Und zwar, was bewegt mich dazu, diese Pistole auseinanderzunehmen? Ganz einfach, ich habe mit ihr geschossen und auf einmal habe ich mir gedacht, na nü, wo fliegen denn da die Kugeln hin? Und zwar haben die Kugeln einen Linksdrall gehabt. Das heißt, die Waffe hat geschossen und nach links. Also ich konnte mit ihr um die Ecke schießen. Das war nicht so ganz toll. Deswegen habe ich den Support kontaktiert und der Support sagte mir, jo, das lässt sich einfach beheben. Und zwar liegt es an diesem Teil. Das hier ist der Hop-Up-Arm und den drückt ihr mit dem TDC von außen runter. Das ist nichts anderes als, eine Imbusschraube und mit der drückt ihr hier auf den Arm drauf. Und der Arm drückt auf das Hop-Up und wenn der natürlich schief auf das Hop-Up drauf drückt, dann bekommt die Kugel einen Links- oder einen Rechtsdrall und dann schießt die nicht mehr gerade. Das ist ganz einfach. TDC heißt übrigens Top Deck Center. Das heißt, von oben, direkt von oben wird das Hop-Up eingestellt. Also man hat kein Rädchen an der Seite, was man irgendwie rumdrehen muss, wo dann über einen Hebel der Arm runtergedrückt wird, sondern man drückt direkt von oben drauf. Das ist eigentlich im Prinzip, also ich finde, das ist das Beste, was es gibt. Weil wenn man mit einem Rädchen dreht, dann hat man einseitig eine Belastung. Und dann, ja, das ist nicht so ganz... nicht so ganz doll, aber das TDC ist schon eine super Sache. So, und jetzt habe ich die halt auseinandergenommen und ich dachte mir, gut, wenn ich die schon auseinandernehme, vielleicht lässt sich da sogar noch etwas machen und da kommen wir jetzt zu. Dann kommen wir mal zu dem ersten, was ich ausgetauscht habe und zwar ist das das Hop-Up. Das hier ist das Original-Hop-Up und wenn man sehen kann, ich drehe es mal ein wenig. Das ist von außen ziemlich versifft. Das ist schwarz. Das ist hier braun. Das ist irgendwie total ganz, ja, das ist komisch. Innen drin ist es auch versifft. Ich versuche da mal eine Nahaufnahme zu machen. Das ist richtig schwarz innen drin. Also ich weiß nicht, was so ein Hop-Up in der Waffe zu suchen hat. Also das ist Müll, das ist Mist, das ist gar nichts. Ja, das ist total dreckig. Und deswegen habe ich jetzt ein neues Hop-Up besorgt und zwar ist das hier ein schickes Hop-Up, wie ich finde, und zwar ein Flamingo Hop-Up von, Flamingo, steht ja auch drauf, mit der Härte 50A. Genau, das ist einmal das Hop-Up, was ich getauscht habe und dann habe ich mir gedacht, den Arm kriegt man bestimmt auch besser hin, also habe ich mir das Schätzchen besorgt, das ist ein wenig kleiner. Und das ist von Hadron Airsoft. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Der Arm V2. Da gibt es noch eine andere Version. Ja, ich habe mir die V2 geholt. Das ist wohl die neueste. Und zusätzlich habe ich mir ein neues TDC besorgt. Das hier hat zum Beispiel nur einen. Und ich habe mir ebenfalls von Hadron das, dieses spezielle Ding geholt. Das lässt sich sogar austauschen. Ich habe hier auch noch hier einen mit zweien. Und hier habe ich direkt drei Imbusschrauben drin, womit ich das Hop-Up extremst fein einstellen kann. Genau, das sind so die Sachen, die ich mir besorgt habe. Also das Hop-Up, das TDC von Hadron und den neuen Hop-Up-Arm. Und die werde ich jetzt mal einbauen und dann mal schauen, ob es funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe oder nicht. Ja, und ich habe eigentlich schon die Waffe auseinandergenommen. Im Prinzip ist es relativ einfach, die auseinanderzunehmen. Wer es genau wissen will, der schaut mal bei Norvridge vorbei. Der hat in seiner Akademie, hatte ja jegliche Waffen, die der rausgebracht hat. Da sind Tutorials drin, wie man die auseinandernimmt, wie man die reinigt, wie man die wieder zusammenbaut. Also im Prinzip ist es ganz einfach. Ich kann das einmal ganz kurz zeigen. So würde die Waffe eigentlich aussehen. Ja. Im Prinzip müsst ihr nur den Schlitten ein wenig nach hinten ziehen und dann den Fake-Schlittenfanghebel mal rauspüngeln. Und dann könnt ihr den Schlitten wieder ein wenig nach vorne drücken. So, wieder ein wenig nach vorne. Und dann könnt ihr den abnehmen. Ja. Und das war es eigentlich auch schon.
Ja, ihr könnt noch hier das Innenleben rausnehmen, da müsst ihr noch so einen Pin rausnehmen, aber da müssen wir gar nicht dran für das, was ich vorhab. Und alles, was hier liegt, das könnt ihr hier rausnehmen. Das sind die Innereien, die gehen ganz schnell raus. Hier ist ja, das, was mir gerade nicht einfällt. Genau, hier ist die Nozzle drin. Und hier oben ist das TDC. Das TDC, das ist hier so zusammen. Ich zeige euch das mal eben. So, hier ist das. So, also im Prinzip holt ihr das so raus. Das ist eine Einheit. Das TDC, das müsst ihr, ja, da müsst ihr, also das sitzt relativ spack. Das müsst ihr echt richtig abziehen. Dann könnt ihr das hier einfach so abziehen. Das ist nirgendwo festgeschraubt. Das ist hier nur festgeklippt an den Seiten. So, dann habt ihr das Ding schon mal raus. Und um den Outer Barrel abzumachen, der ist ja mit so einem Pin gesichert. Den müsst ihr, also am besten holt ihr euch ja solche Durchtreiber, so Splinttreiber oder wie die Dinger da heißen. Dann könnt ihr das wunderbar machen oder es geht auch einen dünnen Schraubendreher. So, da haut ihr den Pin raus und dann könnt ihr das einfach abziehen. So, dann habt ihr den Kollegen auch schon mal weg. Und dann habt ihr hier das Hop-Up-Gehäuse mit dem Lauf. Und das ist hier mit zwei Schrauben gesichert. Da müsst ihr einfach nur die beiden Schrauben abdrehen. Ja, dann könnt ihr es ausziehen und dann befindet sich hier halt der Hop-Up-Arm drin und der Lauf mit dem Hop-Up. Und das könnt ihr auch einfach so rausnehmen. Ja, und schon habt ihr das im Prinzip so vor euch liegen. So, jetzt ist es richtig, genau, ohne die Klamotten hier. So, dann habt ihr das so vor euch liegen und dann könnt ihr anfangen, die Teile auszutauschen. Ja, der Hop-Up auszutauschen ist relativ simpel. Das Hop-Up ist hier vorne mit so einem C-Ring gesichert, den nehmt ihr einfach ab, dann könnt ihr das Hop-Up hier vom Lauf abziehen. Ja, dann könnt ihr den noch mal ein bisschen sauber machen und einfach das neue Hop-Up draufpacken. Das wird ohne den C-Ring gehalten, das kann schon mal weg. Genau, den Arm, den brauchen wir auch nicht mehr, weil wir nehmen ja hier den neuen und das TDC. So, jetzt haben wir alles so, wie es sein muss. Jetzt noch eine kleine Anmerkung und zwar zu dem Gehäuse hier von dem Hop-Up. Da hatte ich einige Probleme und zwar ist hier eine Schraube, die war von Anfang an defekt. Das heißt, die ist im Prinzip, ja, die ist durchgedreht. Also da konnte ich mit dem Schraubendreher rein, ich konnte in alle Richtungen drehen, aber ich konnte diese verdammte Schraube nicht lösen. So, das ist diese Schraube. Ich mache da mal eine Nahaufnahme von, die ist ein bisschen vergriesgenaddelt. Und da musste ich halt eine neue Schraube holen, eine etwas größere. Die hatte hier einen 4 mm Kopf und die ist hier so 3,7 mm groß. Und ja, dann habe ich einfach mit einem Metallbohrer mit meiner Standbohrmaschine einmal kurz hier nochmal das Loch ein bisschen erweitert. Und jetzt passt diese Schraube auch wunderbar. Also für alle, die das Problem haben, dass hier eine Schraube irgendwie nicht mitmacht, die, ja, dann braucht ihr ein neues Gehäuse und einfach neue Schrauben und die könnt ihr mit einem Vierer Bohrer, könnt ihr das Loch ein bisschen erweitern. Das ist gar kein Problem. Und nachdem wir jetzt die beiden Probleme erfolgreich behoben haben, also im Prinzip das Problem mit der Schraube und das Problem mit dem, ja, mit dem schiefen Arm, ich hoffe, das wird damit behoben, dann bauen wir das ganze Zeugs mal zusammen. Dann fangen wir mal mit dem Hop-Up an und zwar mit dem Gehäuse. Und falls euch das passieren sollte, dass hier euch der Führungsstab und die Feder rausspringen sollte, das Ganze soll dann wieder so aussehen. Ja, also die Feder, die muss dann hier stoppen. Ja, die geht nicht ganz durch. So muss das Ganze aussehen, falls die rausfliegen soll. Genau, so, jetzt haben wir hier ein Fenster, das kann man, ich den Quatsch mal hier weg. So, da haben wir ein kleines Fenster und wir haben hier am Hop-Up haben wir auch so eine kleine Nut. So, da sieht man sie, die steht so ein bisschen ab und die muss genau in das Fenster rein. So, ich drehe das mal um, damit man das mal besser sehen kann. So, der, genau, da sieht man es, ist eine schöne Farbe, genau. Da ist diese Führungsschiene und da muss auch das Hop-Up rein. So, ich gucke nochmal, das ist ein bisschen,
gleich das mal. Ja, das ist ein bisschen kürzer, deswegen ist das nicht ganz ausgefüllt. Interessant. Okay. Ja, und im Prinzip war es das auch schon. Dann können wir den Deckel einmal schließen. Und einmal zuschrauben. Jetzt haben wir es zugeschraubt, nicht zu feste, denn ihr wisst, nach fest kommt ab. Genau. So, und jetzt können wir den Hop-Up-Arm installieren und das geht auch furchtbar einfach. Und zwar haben wir hier eine Führungsschiene im Prinzip. Hier ist nochmal so eine Außenbuchtung und da wird der Arm eingelegt. Und das Ganze sieht dann so aus. Und dann hätten wir das Hop-Up schon mal fertig installiert. So, weiter geht's mit dem Outer Barrel und da müsst ihr einiges beachten und zwar ist der teilweise, also der sitzt teilweise recht spack. Ja, also da dürft ihr keine Angst haben, dass ihr hier irgendwas kaputt macht. Der sitzt wirklich richtig spack. Also bis hierhin geht's noch. Aber dann, boah, alter Falter, ja, der ist schon, sitzt schon echt spack. So, dann gucke ich mal das hier. Ja, vorsichtig mit einem Stückchen Holz. Dass ich den hier, ja, so, jetzt sitzt der auch richtig. Also der sitzt richtig spack. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist, aber ja, so ein Holzblock und ein Hammer ist eigentlich nicht verkehrt. So, okay. Und jetzt zum Fixieren nehmen wir uns den Stift, den wir vorher rausgeschlagen haben. Und der Stift hat ja an einer Seite, ist der so geriffelt. So, ich schaue mal, ob man das irgendwie erkennen kann. Der ist hier unten geriffelt. Und das Geriffelte, das hält man in der Hand. Und das andere nicht geriffelte, das kommt hier rein. So, und da nehmen wir uns wieder Hämmerchen. Ich hoffe, das funktioniert. Und den Arm nicht vergessen. Genau, der fliegt immer wieder raus. Ja, und wer sich gerade ein bisschen gewundert hat über die Brutalität jetzt hier mit dem Splinttreiber und dem Hammer, das wird tatsächlich in dem Video von Novich genauso gemacht. Also der haut da auch ordentlich drauf. Oh, ich glaube, der ist ein bisschen krumm geworden. Aber egal, jo. Dafür sind sie da, Werkzeug, egal. Genau, also nicht wundern, ihr braucht wirklich ein bisschen Gewalt, um den Splint hier wieder durchzutreiben. Dann wenden wir uns jetzt mal dem TDC-Gehäuse zu. Und zwar das Hadron-Gehäuse, das ist so ein bisschen bröselig. Ich weiß nicht, ob ich die Qualität so gut finde. Ich glaube, damit kann man, nee, man kann damit nicht malen, aber irgendwie bröselt das. Das hier ist ein richtig schönes, stabiles Plastik, das Original. Ah, das hier, das ist so ein bisschen, na, ein bisschen bröselig und dadurch, dass es hier diese zwei Füße hat, die man hier sieht, das hat das alte hier nicht, wird das noch ein bisschen fummeliger, weil ich muss das dann einmal so quasi eintauchen. Das kann ich nicht einfach so hier drüber packen, weil die Füße im Weg sind. So, jetzt muss ich das einmal hier drüber. So, klack und klack. Klack hört sich eigentlich ganz gut an, ne? Aber irgendwie, ja, das ist nicht spack drauf.
soll auch nicht Spack drauf. Das geht doch nicht weiter. Da sieht so aus, als wäre es hier drin. Hier könnte es auch drin sein. Ja, ich lasse das einfach mal so und schau mal, ob es denn auch wirklich so richtig ist. Das werden wir nämlich gleich sehen. Und ja, das Nozzle-Gehäuse, das ist auch relativ einfach. Das legt man einfach hier rein, bis es hier unten, ja, bis es hier drin ist. Genau. So. Jo, und dann nehmen wir uns das fertige Gehäuse und stecken das einmal hier durch. Ja, so, schieben das ein wenig zurück. Na, wo ist es? So, bitte, wir schieben den ein wenig zurück. So, und jetzt ist er eigentlich drin, genau. Die Nozzle lässt sich hier frei bewegen. Der Lauf ist drin. Und ihr seht, TDC-Mod guckt raus, so wie es sein muss. Genau, der Lauf guckt raus. Es ist drin, es ist Spack. Das sieht schon mal ganz gut aus. Okay, dann versuchen wir die beiden mal miteinander zu verbinden. Das ist immer etwas fummelig. Ihr seht hier diese Aussparung vom Hop-Up. Da ist so ein, genau, da ist so eine kleine runde Aussparung. Und hier habt ihr diese Aussparung. Also hier kommt der Schlittenfanghebel durch, der Fake-Schlittenfanghebel. Und da wird das im Prinzip festgehalten. Und da wir den Schlitten ja ein wenig nach vorne gezogen haben und dann konnten wir den Lauf abziehen, werde ich das jetzt auch mal ein wenig nach vorne packen. Und hoffentlich passt das hier so. Ja. Aber das ist echt fummelig, wirklich. Das ist. Nee. So, ja, man muss ein bisschen drücken und ziehen und. So. Jetzt ist es aber drin. Schlittenfanghebel rein. So. Und im Prinzip. Einmal kurz gucken. Habe ich nichts vergessen? Keine Schraube übrig. Das wäre irgendwie ein bisschen doof. Nö, ich habe den alten Mod. Ich habe das alte Zeugs. Ja, im Prinzip. Zumindest schießt sie. Genau. Den Schlitten müssen wir ja gar nicht bewegen. Der darf sich ja im Prinzip auch gar nicht bewegen. Das ist ja eine Non-Blowback. So, also, TDC-Mod ist drin. Hop-Up-Gummi gewechselt. Den neuen Arm hier haben wir gewechselt. Jetzt würde ich sagen, nehme ich das Ding mal mit aufs Spielfeld und werde damit mal Probeschüsse machen. Ob sich das überhaupt gelohnt hat oder ob es der letzte Müll war oder ob ich hier irgendwas falsch gemacht habe. Das werde ich gleich auf dem Spielfeld testen. Cool.